Ibn Majah, in diesem Hadithwerk gibt es sehr, sehr viele Du'afa, das heißt sehr, sehr viele Daif-Hadithe, überliefert zum Beispiel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, derjenige, der das und das macht, ist einer, der das und das bekommen wird. Und der Hadith ist Daif. Darf man nach diesem Hadith handeln? Hier gibt es zwei Ansichten der Ulama. Einige Ulama sagen, wenn diese Tat, die beschrieben ist, die man macht, auch gesichert ist als eine Tat, die in anderen Beweistexten bestätigt ist, dann spielt es keine Rolle, dass der Lohn, den man bekommt, wenn er auch daif ist, das heißt schwach ist im Hadith, dann kann man danach handeln. Was meinen wir da? Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist jetzt kein Hadith, wer in der Nacht betet, Qiyamul Layl, so wird er zum Beispiel 20 Hurul Ayn Yawmul Qiyamah bekommen. Okay? Jetzt erstmal, ist die Tat gesichert? Wir reden jetzt über einen Daif Hadith. Ist die Tat gesichert? Er sagt nein. Ist die Tat gesichert? Ja. Qiyamul Layl. Die Tat ist gesichert. Von daher haben die Gelehrten gesagt, einige der Gelehrten, wenn die Tat gesichert ist, sowieso aus Koran und Sunna, dann spielt es keine Rolle, dass der Hadith daif ist. Weil die Tat ist gesichert. Das heißt, wir reden nicht über eine Bid'a, die jemand macht. Wir reden nicht über eine Bid'a, die jemand macht, sondern vielmehr reden wir über eine bestätigte Tat, aber wenn auch diese Überlieferung nicht authentisch ist. Und die andere Ansicht, und das ist die richtige Ansicht der Gelehrten, ist, nein, man darf nicht danach handeln, absolut nicht, auch wenn die Tat gesichert ist, weil das eine Daif-Überlieferung ist. Und ich frage euch bei Allah, haben wir so wenig Überlieferungen, die uns dazu motivieren, Gutes zu machen, mit einem gewaltigen Lohn? Haben wir so wenige? Nein, vielmehr haben wir sehr viele. Brauchen wir diese Daif-Überlieferung, ja oder nein? Wir brauchen sie nicht. Wozu auch? Wir können darauf verzichten. Und das, was sahih ist, authentisch ist, danach handeln wir. Und was daif ist, das lassen wir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.